Ja, wie geil das jetzt aussieht. Ich weiß, wie läuft's? Ich habe das Gegenmittel und die Rüstung. Ich sehe es. Was denkst du? Ich denke, du bist bereit. Dennoch, ich fürchte, du wirst zum Kommandanten. Dennoch, ich fürchte, du wurdest zum Kommandanten beordert, um ihm Bericht zu erstatten. Was soll der Kommandant von mir wollen? Eine neue Wache, die von Juva in die Burg verlegt wurde. Ich würde mich wundern, wenn er dich nicht sehen wollen würde. Der Kommandant, wo finde ich ihn? Sein Arbeitszimmer ist im Korridor des südlichen Burghofes, über der Kaserne. Dort kannst du ihn finden. Dann habe ich wohl keine Wahl. Es wird alles schon gut gehen. Danach gehst du am besten zum Westtor. Der Trupp wird sich schon bald versammeln. Hier bitte. Die Ratte gibt dir eine Papiere, die zusammengefaltet und mit Wachs versiegelt wurden. Gib erst den Wachposten. Bleib dicht bei den anderen, bis du eine Gelegenheit hast, dich davon zu stehlen. Fang an. Die Ratte wirft dir eine Münze zu. Du fängst sie und spürst ihr Gewicht in deiner Pfote. Hier in den hinter den Katakomben im Grab des Helden Dilion solltest du eine kleine Holzkiste finden, ungefähr in dieser Größe mit dem gleichen Siegel. Es ist ein Silber, es ist in Silber in Decke eingelassen. Sollte ziemlich schwer sein. Hör mal, ich setze hier mein ganzes Vertrauen auf dich. Hältst du mich für einen Dieb? Nun, ich hoffe, dass du gut stehlen kannst, sonst wirst du mir nicht viel nützen. Burg Dirium ist ein gefährlicher Ort. Überlege dir gut, wem du vertraust. Das werde ich. Das hoffe ich doch. Die Welt da draußen ist ganz schön gefährlich für die kleine Maus. Automatisch gespeichert. So, Mission. Mission, was sollen wir machen? Begib dich zum Westtor. Sollten wir nicht aber erst zu dem Kommandanten? Hier, begib dich zum Westtor. Steige auf der Suche nach Schätzen in die Katakomben unter die Burg hinab. Begib dich zum Westtor. Wo auch immer das Westtor ist. Wir hüpfen können wir da drin nicht. Unsere Bade hinten auf dem Rücken verrät uns doch, oder? Ich will mal gucken, ob ich jetzt an den Wachen einfach vorbeilaufen darf. Dankeschön für den Host, Saibo. Huch, da hat's aber geruckelt. Ja, dum, dum, dum. Treppe runter. Ich habe keine Ahnung, wo das Westtor ist. Aber bis jetzt, glaube ich, lassen sie mich alle durch, ne? Guten Tag. Tatsache. Mein Gott, könnte man die jetzt gut bestehlen, weil die uns ja eh nicht verdächtigen. Mach mal Platz, ich muss hier durch. Nice. Das ist echt cool. Lalalala. Hi. Erstmal die ganzen Truhen durchsuchen, während ich an die vorbeigehe. Find die auch cool. Oh, 8 Stück in einem Schrank. Auch nichts Nützliches drin. Das Einzige an der Rüstung ist halt, man ist halt so langsam. Ach, ich glaube, ich weiß, wo das Westtor ist. Das ist das Tor, was einem immer vor der Nase zufliegt, wenn man durch will. Muss ich ja bloß einen Weg da jetzt hinfinden, bei der rasenden Geschwindigkeit. Moin, hast du irgendwas dabei? Kann ich damit... Einen weiteren Feldkistenschlüssel. Okay, wir können also wieder zur Feldkiste zurück. Wir haben einen weiteren Feldkistenschlüssel. Ja, den Speisekammern-Schlüssel brauche ich dafür. Gibt Stöcke. Oh, Oma ist gar nicht da.
Wieder mehr Schlüssel. Mehr Flaschen. Ja, man muss nicht wegrennen, aber es ist halt trotzdem irgendwie anstrengend, so langsam zu laufen. Treppen steigen, um an die Flaschen zu kommen. Flasche. Warte mal, oh, ich glaube, hier lang geht's raus. Oder? Ich kam von hier, ne? Ach, hier war die Sackgasse, klar. Hier war das Versteck, wenn man gefolgt wurde. Immer diese Bosskämpfe hier. Meint ihr, ihr könnt Batman überhaupt schlagen? Wie gerne ich an den Käse da oben noch kommen würde. Aber dafür sind meine Arme zu kurz. In der Rüstung. Ich glaube, von hier kam ich jetzt gerade, ne? Ja. Okay, wir ziehen mal ganz kurz die Rüstung aus, damit ich nur darauf kann. So. Sind wir nämlich hier draußen wieder und jetzt kann ich hier draußen wieder die schwere Kleidung anziehen. Okay, wir müssen also ab und an einfach mal die Kleider wechseln, je nachdem, was die Situation gerade hergibt. Guten Tag. Du trägst nichts bei dir. Moment, da oben gibt es eine Wache, die wollte ich schon immer mal von der Nähe sehen und beklauen. Da kam er aber nur nie ran, weil die vor dieser komischen hässlichen Tür steht und immer in Richtung links guckt. Die hier. Ich glaube, die haben wir nämlich noch nicht beklaut. Korridorschlüssel. Gegen Korridorschlüssel? Weiß ich nicht, ob wir einen Korridorschlüssel brauchen. Und Batman wischt den Boden mit den Chaoten auf. Niemand wird verschont. Dum, dum, dum. Ja, dich habe ich, glaube ich, schon. Ja, stimmt, dich hatte ich ausgenockt zum Beklauen, ne? Ja. Nächstes Mal, genau. So, jetzt können wir die nächste Kiste öffnen. Welche Kiste auch immer wir jetzt öffnen können. Nope. Ich darf zu ihm rangehen, ohne dass er wach wird. Warte mal, die hier hat man, glaube ich, geöffnet gehabt schon, ne? Ah ne, hier gab es nichts zu sehen. Stimmt, das war die. Hier gibt es nichts zu nä sehen, Kiste. Nein. Die ist schon offen. Ja, es ist auch echt lustig, wie das Mäuschen hier rumtapst. Wir brauchen, glaube ich, leere Betten. Die Wachen sind ja draußen und ich weiß nicht, ob hier fremde Leute in fremde Betten schlafen. Okay, auch nicht. Okay, da waren noch Kerzen drin, okay. Und das Bett? Ja. Und was haben wir drin? Hier gibt es nichts Interessantes zu sehen. Okay, es war also eine leere Kiste. Schade. Renne, schneller, schneller. Maus, schneller. Okay, was hatten wir jetzt noch für Schlüssel bekommen? Wir haben Kanalisationsschlüssel, Waffenkammerschlüssel, Korridorschlüssel. Der Schlüssel für die Truhe im Korridor.
Schlüssel für die Truhe im Korridor. Das heißt, wir hätten da oben, wo wir der das geklaut haben, hätten wir auch noch gleich was öffnen können. Ich meine, so ist es definitiv einfacher, wenn man zumindest langsam vorankommen will. Sagen wir es so. Wenn wir nicht sprinten wollen, die ganze Zeit rennen wollen, kommen wir so auf jeden Fall effektiver voran. Lässt du mich wohl hier durch? Ich hab dir deinen Schlüssel schon abgezogen. Leider war in deiner Kiste nichts drin. Schlüssel zur Truhe im Korridor. Man gewöhnt sich dran an das Langsamlaufen. Ah ja, wahrscheinlich die Truhe hier gemeint. Waldläuferkapuze. Okay. Sehr, sehr gut. Ich weiß halt nur noch nicht, ob ich wirklich direkt zur Dings will. Direkt zur nächsten Kiste. Beziehungsweise zum Westtor. Aber ob ich nicht noch ein paar Ratten erstmal gucken will, ob wir die beklauen können, die noch was haben. Weil gerade die rund. Genau. Die Ratten Richtung Verlies unten. Ich glaube, die haben wir nämlich auch noch nicht alle. Weil das da, wobei die doch, die hatten wir. Ich glaube, wir gehen nochmal Richtung Westtor runter. Richtung Verlies runter. Und gucken, ob da eine Ratte noch irgendwas hat. Weil irgendwo muss ja auch der Schrankschlüssel noch sein. Mach das. Magst du uns auch? Mir egal. Jo. Die Verliese. Darf ich mal um mich rumgucken? Darf ich mal von hinten gucken? Nein, okay, du hast nichts. Beziehungsweise dich hatte ich schon beklaut. Du hast ja nicht mal mehr so ein rotes Zipfel. Lass mich, Arzt, ich bin durch. Rum um die Kurve. Weiß ich doch. Stehen bleiben. Weise dich aus. Ich sehe dich in der Burg zum ersten Mal. Oh, wir hätten vielleicht nicht so einfach mit denen reden sollen. Hecke? Ich bin der neue Rekrut, der zum ersten Einsatz. Ah, Pech gehabt. Gibt es etwas zu berichten? Ein Gefangener ist aus dem Verlies ausgebrochen. Eine Maus. Wer hatte Dienst? Snor. Denner war zu beschwipst und hat nicht gesehen, dass die Zellentür offen stand. Okay. Dann sollte ich besser aufpassen. Du bist Recke. Der Kommandant will dich in seinem Arbeitszimmer sehen. Ja, später. Wir gucken uns gerade mal so ein bisschen um. Ah, du kriegst nichts zu essen. Ist aber nicht schön. Ich meine, ich krieg mein Essen an den Tisch gleich gebracht, wenn das fertig ist. Und ich glaube, wenn ich das richtig höre, da gibt es heute Pizza. Die Maus ist so unglaublich schnell. Ich glaube, der hier im Flur, weiß nicht, die haben wir ja von der Nähe so richtig nie betrachten können. Und der Schlafende, den hätten wir hier unten auch alle mal abgeklappert nochmal. Bleib doch mal stehen. Hast du einen Schlüssel? Hier mit dir können wir nur reden. Ein Gefangener ist ausgebrochen. Halte Ausschau. Das werde ich machen. Garstiges Gesindel. Okay, ich werde besser aufbrechen. Okay, ihr seid nicht die Gesprächigsten, wie ich merke. Und dann haben wir noch die. Ich meine, der hat auf jeden Fall noch sein rotes Tuch. Komm, wir wecken ihn mal. Gut. Morgen. Was gibt's?
Gibt es was zu berichten? Merkwürdig. Irgendein Spitzgesicht hat Jubos Tuch mit seiner Waffenfarbe gestohlen. Wer braucht schon den Schnotterlumpen einer Ratte? Gibt es was zu berichten? 3 Passagierscheine sind verschwunden. Wusstest du das schon? Nein, ich hatte keine Ahnung. Ich weiß nicht, irgendein Spitzgesicht. Der Kommandant hat wegen der Sache alle Urlaubstage für diesen Monat gestrichen. Ich werde wohl wieder den Geburtstag meines Sohns verpassen. Okay, wir sollen mit dem Kommandanten unbedingt reden. Wir müssen unbedingt mit dem Kommandanten reden. Alle wollen das. Was? Ne, ist ein Ring. Ich wollte gerade sagen, was leuchtet da so in der Ecke? Aber das ist so ein Ring. Wir brauchen unbedingt den Schlüssel für diesen einen Schrank dort. Nein, ich will nicht schlafen. Moment, wir ziehen uns mal kurz um. Wir brauchen mal Bewegungsfreiheit. So. Ja, darunter kann man sich nur verstecken. Dann geh doch ins Bett, wenn du schlafen willst. Was hindert dich denn daran? Dieser Schrank hier. Schrankschlüssel. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall mal ein paar mehr Kerzen. Hornissennest. Ich glaube, den gleichen Fehler habe ich beim letzten Mal auch gemacht. Okay, dann wieder die schwere Kleidung an. So, und dann können wir wieder weiter schlappen. Ja, vor allen Dingen habe ich jetzt schon das zweite Mal, glaube ich, in das Hornissennest gegriffen. Ich glaube, ich habe es beim letzten Mal auch gemacht. Da oben hängt auch kein Schlüssel mehr, oder? Nein. Hast du hier in deiner Zelle noch was? Ja, lieber schnell weg. Das kann ich mir auch vorstellen, dass es da noch eine Aufgabe gibt, wo das Hornissennest. Okay. Hier können wir erstmal schneller laufen wieder. Ja, nee, ist klar. Die Kürbismaus. Wie sieht das Ding aus? Haben wir jetzt immer Licht, wenn wir im Dunkeln sind? Das ist natürlich auch praktisch. Ihr könnt mich mal, ihr wisst gar nicht, dass ich irgendwer bin, den ihr sucht. Okay, wir sollen in das Büro des Kommandanten. Na gut, dann gehen wir jetzt mal Richtung Westtor. Naja, früh geerntet vielleicht. Vielleicht sind das sehr, sehr früh geerntete Kürbisse. Ich glaube, hier hatte ich, wenn man die hier unten, habe ich die schon bestohlen? Habe ich schon mal an dir rumgeguckt, ob du hier was bei hast? Ich meine, dein Tuch habe ich dir entwendet, ja. Okay. Dann gehen wir mal zur Wache ans Tor. Ich glaube, wir sollen zwar erst zum Captain da in sein Büro, aber wir fragen erstmal an der Wache an der Tür.
Okay, du hast keinen Schlüssel. Stehen bleiben. Das Haupttor ist geschlossen. Befehl des Kommandanten. Niemand darf rein und raus. Die Wärter sind verschwunden. Die Burg wurde abgeriegelt, bis er wieder auftaucht. Der Wärter, okay. Ich habe heute Abend Ausgang. Jeglicher Ausgang ist bis auf Weiteres gestrichen. Dieses Tor bleibt geschlossen, bis der Kommandant einen neuen Befehl erteilt. Okay, dann müssen wir zum Kommandanten. Mission. Begib dich zum Westtor. Steige auf der Suche nach Schätzen in der Burg hinab. Okay, dass wir zum Kommandanten sollen, ist nur so festgehalten. Ja, das Westtor könnte ja dann höchstens noch das unten. Waren wir schon bei der Maus? Ich glaube ja, ne? Ja. Oder? Keine Ahnung. Gucken wir mal kurz. Das Westtor kann ja eigentlich nur das andere Tor sein, wo der Typi vorsteht. Dem ich da mit der Flasche ausgenockt habe, wo ich gerne durch wollte, aber es nicht durchging. Ich glaube, ich brauche eine automatische Feststelltaste für Sprinten bei dem Anzug hier. Dass wir jetzt hier rein müssen, das könnte ich mir halt vorstellen. Du, weg. Stehen bleiben. Die untere Burg und der Hafen sind abgeriegelt. Befehl des Kommandanten. Warte, man hat mir befohlen, mich dem Trupp in den Katakomben anzuschließen. Hm. Der Kommandant will dich sehen, bevor du gehst, Recke. In seinem Arbeitszimmer. Oh Gott, wo ist denn das Arbeitszimmer des Kommandanten? Ist das Schlafgemach? Warte mal, das Arbeitszimmer, das könnte doch die Ratte sein, die vor Silas steht, oder? An der ich so einfach schnurstracks vorbeigelaufen bin. Hier war das. War das hier zu Silas hoch? Nein, ne? Nein, hier war das nicht. Jedenfalls nicht direkt, glaube ich. Ich glaube, wenn wir jetzt hier hochgehen, im Garten. Raus. Bin mir gerade nicht sicher. Versuchen wir es einfach mal. Kann ich mit der klettern? Wir klettern können wir immer noch. So, hier rein. Und da will jemand mit mir reden. Das war, glaube ich, oben weiter. Ich glaube, das ist die Wache, die hier den Weg hoch zum Kommandanten beschützt. Ich glaube, wir müssen noch hier rein in das Zimmer, oder? Ist das unter uns? Ich hätte jetzt gesagt, das hier wäre das Arbeitszimmer des Kommandanten. Du der Kommandant? Nein? Okay. Ist der irgendwo unter uns anscheinend?